so quiet? Zombies? Worse. Hey! Who the hell is that? Get away from my food! Während es doch recht viele männliche, übergewichtige Videospielcharaktere gibt, sind die weiblichen deutlich seltener. Dabei sind es oft zwei Extreme, die hier greifen. Fett als Indikator für Widerwärtigkeit und Fett als Zeichen von Gemütlichkeit oder Naschsucht. Natürlich ist das nicht immer so, aber lasst uns einfach mal ein paar übergewichtige weibliche Figuren ansehen. Falls ihr weitere kennt, würde ich mich über eine Nennung in den Kommentaren freuen. Ich werde die Figuren dabei in drei Kategorien einteilen: das widerwärtige Monster, die hadernde Mollige und die Happy Hippo. Als erste Vertreterin des Typus widerwärtiges Monster tritt Blobelda auf den Plan. Die aus Banjo-Tooie bekannte Hexe ist nicht nur dick, sondern obendrein natürlich auch hässlich, was allerdings wohl eher ihrem Hexensein verschuldet ist. Darüber hinaus mobbt sie andere, wenn diese zu dünn sind. Ebenfalls in diese Kategorie fallen bestimmte Bossgegner. Tiradras, die Bossgegnerin aus World of Warcrafts Maraudon etwa, ist ebenfalls hässlich und monströs, degeneriert zumindest, was das menschliche Empfinden angeht. In ihrem Bikini, über dem die Fettschürze schwappt, soll sie der Lächerlichkeit preisgegeben werden. In eine sehr ähnliche Kerbe schlägt Clotho, eine der Schwestern des Schicksals, gegen die man als Kratos antreten muss. Als Ausdruck ihrer Widerwärtigkeit trägt sie nicht nur Schuppen und eine wenig anheimelnde Visage, sondern auch diverse Lappen Fett zur Schau. Man kann sich Schöneres vorstellen, als seine Klinge in ihre vielen Brüste zu versenken. Dead Rising hat gleich zwei Exemplare zu bieten. Die wäre zum einen die Security Jo Slade, deren Äußeres als Spiegel ihrer inneren Verkommenheit erscheint. Die Mörderin, die auch durch sexuelle Übergriffe an anderen Frauen besticht, ist allerdings wenig im Vergleich zu Darlene Fleischermacher. Diese personifizierte Sünde ist deutlich an die vielbescholtenen Walmart-People angelegt. Ihre nicht vorhandene Eigenmobilität gleicht sie durch ihr Fahrgefährt und die Kotzattacken wieder aus. Sie stopft alles in sich hinein, thematisiert Diäten und ihr Hungergefühl und treibt das Klischee des überfressenen Dicken damit auf die Spitze. Dieser erste Typus ist Ausdruck des Bossgegner-Designs, der für viele noch nach Extremen verlangt. Ein Extrem, das man mit Krankheit oder Andersartigkeit assoziiert, ähnlich wie einige Antagonisten auch als sehr dünn dargestellt werden. Gerade in optischen Medien ist es eine sehr leichte Art, die Figuren zu definieren, wenngleich es auch keine unbedingt tiefsinnige ist. Ebenfalls negativ behaftet ist der zweite Typus, der im Übergewicht leidenden Mobbling. Zuerst im Weg gehüpft ist mir in dem Zusammenhang eine Fee in Zelda A Link to the Past. Sie wird gemeinhin als Fat Fairy betitelt und erzählt selber ungefragt als erstes, dass sie keine typische Feenfigur ihr eigen nennen kann und das einem Fluch Ganons zu verdanken hat. Ihre Körperfülle ist hier also nicht selber gewählt, sondern ein furchtbares Übel, das ihr angetan wurde. Naja, wenn ich Ganon wäre, wären mir allerdings auch weitaus schlimmere Flüche eingefallen, aber who cares. Auch unter den zusätzlichen Funden zu leiden hat Rune Factory's Venice. Sie ist niedlich und für den Avatar auch Marriage Material. Allerdings hat man später die Wahl, ob man sie nicht lieber doch schlank haben möchte. Dann nämlich nimmt sie ab und verweigert auch die Annahme ihrer Lieblingssüßigkeit. Andererseits fragen andere Damen nicht nach, ob man sie nicht vielleicht zu dünn findet. Sobald Eunice abgenommen hat, darf sie übrigens auch im Bikini auftreten. Seltsamerweise ist es gerade die dritte Gruppe, die einen mehr oder weniger großen Shitstorm auf sich zieht. Hier sind es füllige Frauen, die mit sich im Reinen scheinen und vor allen Dingen als sympathisch bis sogar sexy dargestellt werden. Helga beispielsweise, die man in Clayfighter steuern kann, ist eine Wikinger-Opernsängerin-Valkyre, die erstaunlich agil daherkommt und deren Kampfmoves nicht auf ihr Schwergewicht gemünzt sind. Madame Flurry aus Paper Mario ist ja zwar deutlich weniger brachial, aber dafür umso sexier. Die drelle Wolkendame hilft den Mario-Brüdern mit ihren Wintertacken und gibt sich als Diva. Ebenfalls im Mario-Universum angesiedelt ist Königin Mella bzw. Queen Bean, die als gute Freundin Peach agiert und eine kompetente Regentin ihres Königreiches ist. Zeldas Barbesitzerin Thelma, die sehr flirtiv und derb auftritt, und Rayman's Aedith Up sind zwei sehr attraktive, dralle Vertreterinnen dieses Typus, allerdings auch nicht so übergewichtig wie manch andere Figuren in diesem Video. Nichtsdestotrotz sind es sehr positiv dargestellte Frauen, die mit viel Weiblichkeit bestechen. One day, while walking through the woods, two princesses came across a most mysterious cake growing out of the ground. In the blink of an eye, the princesses were overwhelmed by the intense yumminess.
kontrovers aufgenommen wurde indes das Spiel Fat Princess. Es ist eine Art Capture the Flag Game, nur dass man statt einer Flagge die Prinzessin erobern muss. Diese kann man füttern und somit dicker machen, um den Transport für den Gegner schwieriger werden zu lassen. Für viele war und ist das ein beleidigendes Spielprinzip. Dabei muss man immerhin sagen, dass die Prinzessin es immer wert ist, gerettet zu werden, unabhängig davon, ob es nun mehr oder weniger wiegt. Die Entwickler äußerten sich versöhnlich und lockten den Fokus auf die allgemeine Abgeredetheit des Spiels und dass die Prinzessinnen von einer Frau designt worden sind. So oder so, die Prinzessinnen sind sehr süß und mit sich im Reinen dargestellt. Sie naschen eben gerne. Zu Borderlands Ellie gaben die Entwickler ebenfalls ein Statement ab. Sie wollten einen unabhängigen Charakter kreieren, der das Gegenteil von dem sei, was man gemeinhin von einer weiblichen Videospielfigur erwarte, ohne sie dabei zu verspotten oder zu bemitleiden. Ihr Übergewicht ist hier auch nur ein Merkmal unter vielen und sie als Person auch ziemlich cool. Auch sehr positiv finde ich, dass sie nicht in die Sparte super süß und knuffig fällt, sondern mehr zu bieten hat als das übliche Klischee. Überhaupt auf das Thema gekommen bin ich durch den neuesten Overwatch-Patch, in dem den Avataren neue Kleidung verpasst wurde. Ein Raunen ging durch das Netz, als man sah, dass Mei nun deutlich schlanker aussieht. Laut Blizzard sei das aber ein Bug, der mit dem nächsten Patch gefixt würde. Ob man nun übergewichtige Figuren in Videospielen braucht oder nicht, bleibt natürlich jedem selber überlassen. Ich persönlich bin die Comic Reliefs gerade im Boss-Bereich einfach ein bisschen leid. Ich finde es aber auch gut, dass es dicke weibliche Charaktere in Videospielen gibt und freue mich auf die kommenden.